Hey. Wir zeigen euch jetzt Chuchi Jimmy im Boden. Das ist der Kreuzwürger. Das heißt, der Partner legt sich auf den Rücken. Wir setzen uns einfach erstmal drauf. Und jetzt legen wir das Revers ein bisschen frei, damit wir es einfach haben. Gehen mit der einen Hand mit den Fingern innen, soweit wir können, da hinten bis zum Boden, bis wir den Boden mit den Fingern berühren. Mit der anderen Hand haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir auf der anderen Seite ins Revers auch gehen. Entweder auch mit den Fingern innen, wir können auch mit dem Daumen innen gehen. Was wir auch machen können, ist mit beiden Daumen innen gehen. Das könnt ihr euch aussuchen, was euch am besten gefällt. Wenn ihr das dann jedenfalls gemacht habt, zieht ihr hier, lupft ihn ein bisschen an, dass er vom Boden wegkommt und dreht dann eure Handgelenke, um dann mit den Handkanten an die Schlagadern zu drücken und ihn so zu würgen. Ich mache das jetzt gerade nochmal. Anlupfen, drehen und das war's. Wichtiger aber ist, dass ihr den Partner nicht zu weit nach oben zieht, weil sonst geht's auf die Wirbelsäule. Hey.